Ich bin Mateka von Mateka & Partner Asset Management, Gesellschafter und Asset Manager. Ja, herzlich willkommen wieder zu Triple M, Matekas Market Memos, donnerstags auf Audio CD.at. Heute macht sich Wolfgang Mateka Gedanken über die Börsianer. Man sollte aufgrund der vielen Verwerfungen nicht beide Augen schließen. Zumindest eines offen lassen. Es könnte auch einmal etwas Gutes passieren oder das Schlechte vorübergehen und man hat es nicht bemerkt. Mitternacht ist vorüber. Wir haben ein seltenes Privileg. Wir leben in besonderen Zeiten. Nun, wer tut dies nicht, möge man meinen. An den aktuellen Kapitalmärkten ist es aber durchaus angebracht, diesen Terminus besonders zu strapazieren. Wir, unterstützt durch die Medien, haben es geschafft, an Börsen und Wirtschaftsräumen aus so ziemlich jeder Fliege den größtmöglichen Elefanten zu machen und mit pauschalen Behandlungsmethoden uns selbst in den Opferstatus hineinzukurieren. Mutige Ansage, möge man meinen, aber die Erklärung ist schon da. Erstens, die Interpolation der Angst. Seit SARS-CoV-2 und etlichen Lockdowns, verbunden mit neuen Definitionen von Arbeit, haben wir eine Erhöhung unserer persönlichen Sensibilität erfahren. Wir hören uns mehr, wir hören mehr in uns hinein, sehen uns in einem neuen Zusammenhang mit unserer Arbeitswelt, wollen daher mehr genießen und das früher als zuvor, sind dadurch vielleicht weniger belastbar oder erfahren die bisherigen Umgebungseinflüsse schneller als Belastung als davor. Das wirkt sich auch auf den Börsen aus. Die Investitionszeiträume werden kürzer. Die Investments pauschaler und immer mehr in Richtung ETF oder Index getrieben. Die Einzelinvestments beschränken sich, wenn dann, auf die großen Werte und dies auch deswegen, weil genau diese ja durch die Indexinvestments mehr und mehr ins Zentrum rücken. Mit dem Ukraine-Krieg kam die nächste Bedrohung an die Haustüre und die Inflation schritt durch sie hindurch und nahm am Esstisch Platz. Der Wunsch, dies alles rasch zu überwinden, wurde zudem auch nicht erfüllt. Geduld ist ein endliches Gut und die Ableitung all dessen wurde somit das pauschale Investment. Zweitens, eben das pauschale Investieren. Mit Konsequenzen, die wir gerade spüren. Weniger nachdenken, einfach tun. Wenn Small Caps nicht gut laufen, dann eben Large Caps kaufen. Bewertungen sind nun einmal so, wie sie sind. Sie als Gelegenheit zu erkennen, ist in Zeiten wie diesen offensichtlich ein Fehler, weil jeder, der das die letzte Zeit getan hat, hat nun Buchverluste. Also ETF kaufen, Einzelwerte verkaufen. Und wenn man glaubt, dass die Notenbanken endlich die Rezession erzeugt haben, die die Inflation killen soll, dann gleich alles verkaufen, weil Rezession ist immer schlecht. Historisch betrachtet soll man den Kopf greifen, gerade in Erkenntnis, dass die uns gerade jetzt drohenden Rezessionsszenarien in den USA knapp über Null und in der EU knapp unter Null lauten. Diese haben mit vergleichbaren Rezessionen der Vergangenheit nichts am Hut. Sie sind im besten Fall Rezessionchen. Aber ein Blick auf die Aktienmärkte belehrt uns eines Besseren. Reihenweise historische Tiefstkurse. Abwärtskursspiralen profitabler Unternehmen. Dividendenrenditen auf Höchstniveaus. Und das bei Unternehmen, die ihre Dividenden auch bezahlen. Soll sein, kann man sagen. Dann aber bitte nicht beide Augen schließen. Zumindest eines offen lassen. Es könnte ja auch einmal etwas Gutes passieren. Oder das Schlechte vorübergehen und man hat es gar nicht bemerkt. In der letzten Woche haben drei renommierte Institute ihre Aussagen zur wirtschaftlichen Situation gemacht. Das Deutsche IFO-Institut hat bestätigt, jetzt eine milde Rezession in Deutschland zu sehen, gleichzeitig aber eine Erholung im Oktober kommentiert. Es hat vielmehr die aktuelle Situation mit Stillstand und weniger mit Rezession charakterisiert. Ein Aufruf an die Politik, das Stafettenholz aufzunehmen und sich um die Pflege dieses Aufbruchstimmungspflänzchens zu kümmern. Die Statistik Austria hat ähnliche Töne eingeschlagen. Industrie wäre rezessiv, erholt sich aber bereits. Einzig die Bauwirtschaft hat noch länger mit Strukturproblemen und Inflation zu kämpfen. Und last but not least hat uns Dr. Stefan Bruckbauer, Chefvolkswirt der Bank Austria, die Kerze ins Fenster gestellt, indem er festgestellt hat, dass die rezessiven Tendenzen mittlerweile ins Positive drehen. Der Boden scheint somit überwunden worden zu sein.
Wolfgang Matejka von Matejka & Partner Asset Management, Gesellschafter und Asset Manager.